Willkommen zu einem neuen Part. Zum zweiten Part des neuen Let's Plays Inside, der Nachfolger von dem genialen Spiel Limbo, welches wir schon vor ein paar Jahren Let's Played haben. Wer das Let's Play nicht gesehen hat, in dem Playlist findet er das. War auch ein mega geiles Let's Play. Und wir zocken aber jetzt hier. Wir sind, ja, ich vermute auf der Flucht oder so. Man hat eigentlich nichts erfahren zur Story, also von daher ist das so ein bisschen, ja, mysteriös, geheimnisvoll, wie auch immer. So, wir sind jetzt hier oben, aber runterspringen, da sind wir dann tot, oder nicht? Was ist, wenn wir in die Schweine reinspringen? Ja, aber die müssen... Ich probiere es einfach mal. Geronimo! Wir haben es geschafft. Das war die Lösung. Und wir können irgendwas mit dem Wagen anstellen. Sind das da Maden oder was ist das, was da so rauswächst? Oder sind die Schweine noch am Leben? Aber die sehen doch tot aus, oder? Schlapp. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Bei dem Wagen können wir schieben. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann können wir hier gleich mal weiter. Gleich hier mal hoch und hier rüber. Wir sind gerade in so einem Industriegebiet. Wir waren im letzten Part schon im Wald. Das ist jetzt noch merkwürdiger. Wieder diese komischen... Das sind Regenwürmer. Regenwürmer, Maden oder so. Ich glaube eher Regenwürmer, wenn ich das mir so anschaue. So, oh, alles hier voller Schlamm. Boah, es wird immer tiefer. Gittigit. Eine nice Animation. Ein Sound. Sound, natürlich Sound. Ein Sound, aber da kann er ganz schnell rüber. Das finde ich sehr, sehr gut. Ach, na, wir können hier nur normal gehen. Springen bringt nicht. Hier. Das ist ein heftiger, ekliger Regenwurm im Arsch des Schweins. Aber nicht so ganz. Ah, lecker. Wow. Ah. Lalalalalalalala. Wow, flüchten, flüchten, flüchten. Das Schwein lebt noch. Boah, der hat das hier aufgemacht. Aber ist das Schwein noch da? Das Schwein ist noch da. Wenn wir hier klug agieren, können wir dem ausweichen. Ich möchte da hoch, aber ich dachte, man kann vom Schwein aus springen, aber leider nicht. Okay. Ich habe die Vermutung, dass die Würmer irgendwie das Schwein gerade wiederbelebt haben oder so. Ja, ich werde das hier. Hier? Ich dachte, ich kann es jetzt ziehen oder schieben, dass ich da rechts rüber komme, aber nee. Hier komme ich halt auch nicht hoch. Moment mal. Das sehe ich erst jetzt. Seht mal, im Hintergrund. Sind das Menschen? Sind die tot oder leben die noch? Aber wie komme ich jetzt hier weiter? Hier mal ein bisschen drauf springen, noch ein bisschen mehr töten? Eigentlich auch nicht. Ach, ich hab. Igitt! Das war das Schwein, wo der Wurm im Arsch war. Wenn man genau hinguckt, sieht man da auch ein bisschen. Kacke. Ich hab die falsche Taste nämlich gedrückt. Oh nein, das Schwein, das sieht so ausgehungert aus. Das tut mir richtig leid, weil ich auch so ein Tierfreund bin. Es tut mir so richtig leid, dass ich das... Darf ich jetzt nutzen? Hä? Ach lol. Ich dachte, das ist irgendwie ein Seil, wo man sich hochhangeln kann. Aber nein. Wir steuern die... Wunder im Hintergrund. Das ist ja cool. Wir haben 4 Figuren. Können wir mit denen springen? Ja, wir können mit denen auch springen. Aber wir können sonst... Das hier... Ja, wir können hier ziehen, aber mehr auch nicht. Ich fasse meine Hand an das Ding, weil ich drücke aus Versehen immer die falsche Taste. Ach, hier nach oben. Ja, ja, ja. Komm. Hier. Jetzt. Jetzt sind wir am stärksten. Das ist mal cool, aber auch irgendwie sehr, sehr unheimlich. So, und jetzt hier. Das hier wegziehen. Muss ich nicht, dass hier alles einstürzt.
Gut, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah, jetzt, okay. Kurz die Taste gesucht. Okay, das war sehr interessant. Und jetzt sind Spuren da hinten wieder so eingerollt. Frage ist, sind sie tot? Was ist mit. Weil das Schwein war auch irgendwie vom Wurm besessen. Vielleicht sind die auch vom Wurm besessen. Wir hatten ja schon mal so einen ähnlichen Wurm in Limbo, der uns besessen hatte. Garagentor, was wirft sich dahinter? Ich habe so ein bisschen Angst. Okay, nichts Schlimmes. Von weit ist momentan nichts mehr zu sehen. Hier ist ein altes Auto, alte Stromleitungen und lauter, ja, dort Lost Place Feeling. Wieder solche. Sind das Überlebende? Wir wissen ja nicht mal, ob sie leben. Ist halt so eine Sache. Die stehen da irgendwie Schlange. Hinter so einem LKW. Hier. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt so ein Card. Weil wenn wir das nach hier ziehen, geht das Seil nach oben. Ja, dann ziehe ich jetzt mal in die andere Richtung. Vielleicht kann ich vom Boden aus das dann erreichen. Sieht nämlich dann aus. Okay. Damit halt verknüpft. So, gehen wir hoch. Was erwartet uns hier? Mal ein bisschen hier herumschwingen, dass ich da auch wirklich zum anderen Ufer komme. Wunderbar. Das, ja gut, das können wir durchspringen. Nicht? Okay, nicht. Den Stuhl können wir hier auch nichts machen. Achso, wir können es hier hoch. Um das Glas zerbrechen, kann man sich halt nur verletzen. Ein bisschen unnötig. So, wieder Küken. Das sind. Nee, das sind Vögel. Ist ja cool. Schafft wieder ein bisschen Atmosphäre. So, da oben ist etwas, was wir wohl runterkriegen sollen. Tresor oder so ist das. Bis jetzt hatten wir hier noch keine Gefahren. Das verwundert mich so ein bisschen. Waren die werden noch kommen. Jetzt hier nach ganz oben. Man Aussicht über das Gelände hier. Bringt mir jetzt nichts. Hier ist ein Hebel. Ah, okay. Frage ist, wenn ich das nach oben ziehe, bringt mir das jetzt dementsprechend. Doch, das bringt mir was. Dann kann ich von hier oben dann da rüber. Oder? Nee. Mir fehlt hier irgendwas. Komm dann noch nicht hoch. Von hier aus springen macht auch keinen Sinn. Nee, da kommen wir nicht ran. Vielleicht ein bisschen tiefer. So. Probieren wir es jetzt. Wir brauchen den Tresor, damit kommen wir wohl wahrscheinlich weiter. Nee, auch nicht. Aber nee. Dann kommen wir da oben nicht mehr hin. Muss irgendwie noch was anderes geben, was ich vielleicht jetzt übersehen habe. Hier unten noch was übersehen? Nee. Kann ich runterspringen? Ist er tot? Oh, er ist tot. Das war ein bisschen zu hoch. Geht okay, dann nochmal auf ein neues. Muss doch hier irgendwie eine Lösung sein. Aber wir müssen es mindestens so hoch haben, damit wir überhaupt da dann weiterkommen. Geht ja auch nicht viel weiter höher. Oder übersehe ich etwas? Bestimmt das. Irgendwie ein Brett oder so. Ich würde am liebsten den Holzstamm da hinten nehmen und den dann nach oben bringen und von dort aus dann vielleicht irgendwas basteln. Ist hier leider nicht möglich. Ich habe eine Idee. Aha. Ich kann das Ganze drehen, aber auch nicht so sehr. Warte, so nicht. Wir müssen das zur anderen Seite drehen. So, und jetzt hoch. Das sieht doch viel besser aus.
Ich wusste, ich habe irgendwas übersehen. Ich wusste momentan halt da noch nicht was. So, perfekt. Von hier aus, hier rüber. Perfekt. Da ist der Tresor. Ist da irgendwas cool drin? Ne? Ich höre Vögel. Sind da Vögel drin versteckt? Oh. Shit. Sind wir wieder tot? Ich glaube ja. Nein. Gut, konnte ich nicht wissen. Runter mit dir und weg mit dir. Weg mit, weg, weg, weg. Uah. Glück gehabt. Wir gehen den sicheren Weg jetzt runter. Kein Bock zu sterben. Hier. Komm, hier brauche ich mal eine Abkürzung. Aber was befindet sich denn da unten? Ich dachte, den Tresor brauchen wir, um irgendwie wieder hochzusteigen, aber anscheinend nicht. So, da ist auf jeden Fall erstmal eine Luke. Irgendwas drin, ich weiß nicht was. Hier blinkt irgendwas. Was ist das? Errungenschaft freigeschaltet. Links liegen gelassen. Seht ihr jetzt nicht? Ich habe eine Errungenschaft erzielt. Gab es ja in Limbo auch. Ja, so ungewöhnlich ist das jetzt nicht. Okay. Das war nur ein Secret. Nichts Wichtiges, nichts Story-Relevantes. Okay, hier gibt's wieder was mit Menschen hier. Was macht der Schalter? Hebel? Da was auf. Wieder zu. Lass es mal auf und hier wieder rein. Moment. Ich finde dieses Prinzip aber hier ganz geil. Ich steuere beide gleichzeitig. Der eine geht nach links, der andere geht nach rechts. Ah, ich glaube, ich weiß das Prinzip. Ich hebe, betätige mal den Hebel, macht das Tor mal zu. Komm hier hoch. Ah, jetzt. So. Gehe ich hier mal nach rechts. Bis hier an die Kante ruhig. Mach den Hebel auf. Wo ist der andere? Ich sehe den jetzt hier auf Anhieb nicht. Oh doch, da ist er. Könnte knapp werden. Wir müssen, glaube ich, beide rüberkriegen. Nee, irgendwas stimmt da nicht. Aber es muss so. Oder müssen wir beide drüben haben? Natürlich. Natürlich müssen wir beide drüben haben, oder? Aber was ist denn überhaupt das Ziel? Lass mal beide jetzt drüben gehen, nochmal runter. Und schau mir mal das Ziel überhaupt an. Hier auf der anderen Seite. Ach, da können wir gar nicht schauen. Shit. Ich dachte, man kann hier irgendwas sehen oder so. Nee. Ich weiß gar nicht, was die beiden da machen sollen. Im Hintergrund sieht man so einen alten Waggon vom Zug wahrscheinlich. Hier geht's nicht durch. Nee, warte, warte, warte. Mach mal den Hebel zu. Das sind hier Druckplatten, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, okay, dann beide mal zur Seite und dann hier jetzt rein. Ah. Ich habe das Ding hier über uns gesehen. Aber ich habe mich gefragt, was zu bedeuten. Aber ich habe da nicht genau drüber nachgedacht. Ich dachte, das hat mit dem Kopfschutz da irgendwas zu tun. Nee. Hier eine alte Zuganlage, ein alter Bahnhof. Ein Einzug sogar noch drin. Mega geil sieht das aus. Mal wieder. Also optisch überzeugt dieses Spiel. In vollen Zügen, wenn man es so wirklich nennen will. Was zum Thema. So. Sind auf dem Dach wieder des Bahnhofes. Industriebahnhof. Industrie ist halt verlassen. Braucht man nicht mehr. Daher alles runtergekommen. Und dann braucht man halt dementsprechend den Bahnhof auch nicht mehr. Daher ist er auch verlassen. Strecke stillgelegt und so weiter und so fort. Hier ist so ein. Hier könnte man sehen, ungefähr wie das hieß. R und was und C.
Der letzte Buchstabe, den sehe ich jetzt leider nicht mehr. Aber man kann sich ja mal R und C merken. Der mittlere Buchstabe fehlt. Vielleicht finden wir den noch. Ups. Ich wusste nicht, dass man hier stirbt. Auf ein neues. Hätten wir vorher abspringen müssen oder was hätten wir machen müssen? Glaube ja. Aber nee, auch nicht. Das ist wieder so ein Dings, was wir schon mal gesehen haben vorhin. Hier rüber, da kommen wir auf keinen Fall. Und das ist das. Hier ist ein E. REC. REC. Die Aufnahme. Wir sehen. REC. Keine Ahnung, kann damit jetzt an sich trotzdem nichts anfangen. Ich bin gerade hier ein bisschen überfragt, was man hier machen soll. Links ist eine Leiter. Muss also irgendwie nach unten, aber hä? Dachte zuerst auch da rechts rüber. Aber wie soll das gehen? Aber das Rohr habe ich gar nicht gesehen. Okay. Wie soll es denn dann da runtergehen? Gleich von hier aus. Überspringen? Zur Leiter? Genau. Ich glaube, das ist wieder ein Secret oder so. Mal sehen. Bin ich jetzt so sehr gespannt. Ja, Errungenschaft freischaltet ein dunkles Fundament. Okay, das sind wohl die Errungenschaften. Gut, jetzt gehen wir hier nochmal hoch. Da sind hinten wieder Menschen, die scheinen irgendwie gesteuert zu werden. Ein Aufpasser. Das sind wahrscheinlich die Menschen, die wir auch kontrolliert haben, mal kurz. Mit dem Gehirnteil. Mal hier rüber klettern, das kann unser Junge ja sehr, sehr gut. Boah, ich dachte schon, wir rutschen hier runter. Ah nein. Dann hier weiter, hier wieder. Fenster! Scheiße. Viel Glück gehabt, aber Vorsicht, das könnte hier immer noch kaputt gehen. Hier rüberspringen am besten, bevor das abfällt. Wie schnell wir von weit in Industrie kamen. In Limbo war das nicht so. Da ist man wirklich. Da hat man nach einiger Zeit so die ersten Fahrzeuge gesehen, die ersten Menschen, das erste Metallgedöns. Also sind wir so schnell hier im Maschinengebiet sozusagen. Wow. Bin ich aber auch gespannt, ob es hier noch andere Kulissen gibt. Weil wäre jetzt auch ein bisschen, um ehrlich zu sein, langweilig, wenn es nur im Wald ist. Hört ihr auch den Bass in eurem Headset? Und dieses Trommeln im Hintergrund? Das ist dieses Trommeln, das man einen Takt vorgibt. Ein Gehtakt sozusagen. Man sieht, jeder läuft gleich schnell mit den gleichen Schritten. Obwohl nicht ganz. Nee, nicht ganz. Okay. Aber trotzdem ist jeder gleich schnell. Und wir gehen mal weiter. Wo uns hier jemand noch entdeckt. Komm jetzt hier. Kasui Nugget. Ah, jetzt. Boah, die Zaunkulisse. Ich liebe das, diese Zaunkulisse. Ich liebe das. Scheiß Ratte. Jetzt hier hoch. Da komme ich nicht rüber. Geht's aber auch nicht hoch. Gehen wir nochmal hier hoch. Was muss doch hier sein, aber ich komme hier nicht weiter hoch. Noch dort. Nach dort drüben komme ich auch nicht. Noch was mit der Leiter anfangen? Ah! War mir ein bisschen suspekt mit der Leiter. Die hat nichts gebracht. Was ist das da rechts? Was das ist? Ja, das seht ihr am nächsten Part. Bin schon sehr gespannt. Wie auch? Schaltet wieder ein. Bye.